Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu Pokémon Silberne Edition, dem zweiten Gegenstück Let's Play. Und genau, ich habe ja hier letztens bei dem Team Rocket Versteck letztens aufgehört. Und, oh Gott, in der letzten Aufnahme habe ich euch einiges gezeigt. Unter anderem habe ich euch die Kumo-Farm gezeigt. Dann Oliviana City und Anemonia City, dann Route 40 und 41, wo ich sehr viele Schwimmer besiegt habe und habe ja auch den 5. und den 6. Orden mir schon geholt. Also ich habe Hartwig und Jasmin schon besiegt und wir waren dann anschließend waren wir noch beim See des Zorns, wo wir auch natürlich ein rotes Garados gefangen haben. Und dann kam ja anschließend Siegfried und dann hat er ja zu uns gesagt, wir sollten hier in dem Haus hier rein. Und auf irgendeine Art und Weise wusste Siegfried, dass hier ein Versteck ist. Fragt mich nicht, von wo er das weiß. Keine Ahnung. Ja, und jetzt dürfen wir wieder gegen Team Rocket kämpfen. Und das sind hier Alarmstatuen. Jetzt dürfen wir pro Statue immer zwei Team Rocket-Trübel bekämpfen. Hey, Eindrilling, Alarm! Und die meisten, und die sagen das immer. Also, das sind die Sprüche immer gleich. Tramato. Gegen Stalos. Oh, da hast du keine Chance. Machen wir mal Eisenschweif. Oh ja. Das lohnt sich. Ja, mein Team ist richtig stark geworden. Was ich an sich aber auch gut finde. Steinwurf. Und jetzt kommt direkt noch ein Rüpel. Das macht das Spiel automatisch. Mist, ich habe versagt. Ja. Ich bin dran, es gibt kein Entkommen. Ja. Oh, ich sag ja, ich finde die Sprüche langsam immer besser und besser. Aber du hast einfach keine Chance gegen Stalos. Sieh das doch endlich mal ein. Jo, das war ein Volltreffer. Sehr gut. Och, wie putzig. Ein Radfratz. Ernsthaft? Ja, dann mach halt Ruckzuckhieb. Das macht mir gar nichts aus. Oh, geht doch nicht daneben. Wenn sie mir nur ein KP abzieht, dann geht das noch. Ernsthaft? Okay, komm, Kopfnuss. Ich wollte gerade sagen, wehe, wenn du jetzt auch wieder daneben gehst. Und sein letztes Pokémon ist ein Slimer. Mal gucken. Komm, jetzt geh bitte durch. Och, leck mich. Oh. Nochmal. Ernsthaft? Willst du mich verarschen? Ich glaube, Eisenschweif hat wohl nicht immer so eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass es trifft. In den Pokémon-Statuen sind Überwachungskameras installiert. Ja. Wir greifen weiter an, bis du einen Geheimschalter betätigst. Wie die sich immer verraten. Ich find's toll, ey. Das ist eine Snobelikat-Statue. Es ist ein seltsamer Glanz in ihren Augen. Ja. Und ich weiß, wo der Geheimschalter ist. Was ihr hier links sehen könnt, das sind sogenannte Pokémon-Fallen. Das ist so ein Feld, wo auch immer
Also nicht immer, aber da sind halt viele Felder, wo halt immer ein wildes Pokémon erscheint. Und das würde ich gerne umgehen. Ja, weil das ist schon ein bisschen groß. Dies war einmal ein Ninja-Versteck. Es wurden Fallen aufgestellt, um Eindringlinge wie dich zu verwirren. Naja, also verwirren ist jetzt nicht so der richtige Ausdruck, würde ich sagen. Und wir dürfen gegen einen Forscher kämpfen. Ach, wie toll. Ah ja, die haben meistens immer Elektro-Pokémon. Ich versuche mal Walzer. Was überhaupt gar nicht effektiv ist. Ich vergaß. Ah nee, das sind ja Bohnenattacken, die effektiv sind. Ah, shit. Ja, jetzt macht es nur Walzer. Toll. Ultraschall. Wow. Okay, kann ich wechseln? Weil dann würde ich gerne. Ja, Tornupto nämlich nehmen. Ach ja, und mein Tornupto habe ich offscreen nochmal. Was heißt nochmal? Habe ich Feuersturm beigebracht. In der Spielerhalle habe ich nämlich. Ach, sag schnell. Mir offscreen mal ein paar Münzen gekauft. Für 500 immer. Und ja. Feuersturm ist natürlich auch eine mächtige Feuerattacke. Aber ich kann die nur fünfmal benutzen, ey. Das ist der Nachteil. Deswegen muss ich sehr sparsam mit der Attacke sein. Aber Flammenrad ist eigentlich auch eine sehr mächtige Feuerattacke. Yay! Tornupto, ich bin stolz auf dich. Theodor ist besiegt. Ich hab's. Schön. Und genau da am Computer ist der. Ach ja, stimmt. Ich habe hier volles Item. Oder eine volle Tasche. Und am Computer ist der Geheimschalter. Ein Geheimschalter. Betätige. Was? Doch, betätige ihn. So, und jetzt ist der Alarm auch nicht mehr aktiv bei den Statuen. Seht ihr? Was wäre das denn? Hypertrank, okay. Jetzt können wir ohne Probleme hier weitermarschieren. Naja, es spart halt ein bisschen Zeit, ne? So, das ist nachgehört. Ja. Schön. Aber ich glaube, die Felder sind hier nur trotzdem aktiv, oder? Ja. Also das meinte ich halt. Fein. Nee. Da hau. Ach, ich glaube, da können wir gar nicht abhauen. Süß. Na, das kann jetzt ein bisschen. Okay, oder auch nicht. Wow. Eigentlich voll sinnlos geopfert, aber naja, okay. Gut. Und da ist Siegfried. Bist du in Ordnung? Ja, bis jetzt ja, Siegfried. Deine Pokémon sind müde und verletzt. Gib ihnen ein wenig von meiner Medizin. Und er hat unser ganzes Pokémon-Team geheilt. Danke, Siegfried. René, lasst uns für die Pokémon unser Bestes geben. Jo. Bin ich voll dafür. Du miese kleine Ratte. Ey, nicht beleidigen hier, ja? Du ziehst sowieso den Kürzeren. Vor allem, weil du nur, wenn du nur Blutzugs hast. Steinwurf! Ah, noch ein Stück, ey. Wow, dann hat schon Stalos Level 37 erlernt. Oder erreicht. Was sage ich denn da für ein Bullshit? Walzer! Wow. Stalos, ich bin sehr stolz auf dich. Level 37 erreicht. Und seht euch die Werte an. Wow.
Grr. Ja, manche sind hyperaktiv, wie man sehen kann. So, erstmal mein Impagator wieder. Boah, mein Team wird immer stärker. Oh, das mag ich am Pokémon. Die Türe öffnet sich nicht? Nun, oh. Sie ist passwortgeschützt. Nur Team Rocket hat Zugriff. Boah, ihr seid so doof, ey. Ihr verratet euch jedes Mal selbst, ey. Sogar bei der ersten Generation haben die sich schon verraten, ey. Oh Mann, ey. Das darf nicht mehr schlimmer werden. Mit Team Rocket. Surfer! Ich weiß gar nicht. Es kann sein, dass Goldbart das überlebt. Oder auch nicht. Was? Ich habe verloren? Ja, in der Tat. Ach ja, bevor ich das vergesse, ich werde heute eine etwas kleinere Aufnahme machen. Man benötigt zwei Passwörter, um Zutritt zum Quartier des Bosses zu bekommen. Nur ein paar Teamglieder von Team Rocket kennen sie. Diese Auskunft hat mir dieser Rocket gegeben. René, los, holen wir uns die Passwörter. Jo. Nee, also ich werde heute euch das Versteck von Team Rocket zeigen, also das hier. Und die nächste Arena. Und dann reicht das erstmal für heute. Oh, der Typ mit dem Umhang ist furchtbar stark. Tja. Früher arbeitete ich für Sylph, aber jetzt leite ich Team Rockets Forschungen. Ein Kind wie du, das sich überall einmischt, muss bestraft werden. Ja, dann bestraf mich mal. Viel Spaß dabei. Ich denke mal eher, dass ich dich bestrafen werde. Martin. Oh, und Smogon. Ja. Ja komm, bis. Mal gucken, ob es ausreicht. Nee, natürlich nicht. Okay, dann nehmen wir einmal Kratzer. Ich glaube, ab Level 38 erlernt Impagator Schlitzer. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also Schlitzer ist natürlich stärker als Kratzer, ne? Das muss ich ja nicht extra sagen. Nochmal Surfer. Und bam. Ja, okay. Okay, die Hälfte also schon mal geschafft. Nur wegen eines kleinen taktischen Fehlers. Ja, klar. Ich glaube, die hat das erste Passwort. Ob ich das Passwort weiß? Vielleicht. Schwächlinge werden es nie erfahren. Oh, du kennst mich gar nicht. Du kennst mein Pokémon-Team gar nicht. Und dann behauptest du, dass ich ein Schwächling bin. Ja. Wow, ein Retter. Ich bin ja richtig begeistert von dir. Bis. Ha. Du bist auch ein Schwächling. Oh, und du, Flor. Ja, ich bleib dabei mit Biss. Ah, reicht nicht ganz. Oh, Absorber. Wow. Komm, einmal Kratzer und dann ist du, Flor, platt, ey. Sehr gut. Okay, genug. Ich verrate es dir. Das ist aber nett. Das Passwort zum Büro vom Boss lautet Phlegmon-Route. Es ist aber nutzlos, denn du benötigst zwei Passwörter. Ja, ich weiß, glaube ich zumindest, wer das zweite Passwort weiß. Es ist mir egal, dass Pokémon bei unserem Experiment Schmerzen zugefügt werden. Ey, wie bist du denn drauf? Nee, du musst jetzt gnadenlos besiegt werden, ey. Ein Ditto. Okay. Da setze ich mal definitiv mal Surfer ein. In der Hoffnung, dass es jetzt auch schon besiegt ist. Ja, gut.
Meine Stärke ist das Denken, nicht das Kämpfen. Man hat's gesehen. Ich glaube, der hat das, warte. Kiok, Kiok, Kiok. Du forderst mich zu einem Kampf heraus? Ha! Du bist dumm, aber du hast Mumm. Das mag ich. Falls du mich besiegst, verrate ich dir ein Passwort für das Büro vom Boss. Jo, der hat das zweite Passwort. Ein Radikal. Okay. Surfer. Es wird mal langsam wirklich mal höchste Zeit, dass Impactor mal wieder eine neue Attacke erlernt. Aber es dauert ja nicht mehr allzu lange. Hiok, Hiok, Hiok! Du bist gut. Danke, und jetzt verrat mir das zweite Passwort, bitte. Okay, das lese ich jetzt nicht nochmal vor. Das Passwort für das Büro vom Boss. Oh, ich glaube, es lautet Radikalroute. Ollololol. Was wäre das? Oh, Angriffsplus. Mann, scheiße, dass meine Tasche voll ist. Moment mal. Ja, das ist irgendwie ein Bug. Ich weiß auch nicht, woran das jetzt liegt. Toll. Naja, ist egal. Da kann ich halt keine Items mehr tragen. Auch gut. Was wäre das? Eisteile, okay. Jetzt noch ein Computer. Aber da können wir nichts machen. War klar. Oh, ein Kind? Ich mag das zwar nicht, aber ich muss dich ausschalten. Die haben alle immer so eine tolle, großartige Klappe, muss ich sagen. Aber können nichts. Naja, dann komm mal her. Komm, da muss auch ein Kratzer ausreichen, oder nicht? Ja, eben. Ein Zubat, yay! Ach komm, einmal Biss. Oh, noch ein Stückchen. Und schon wieder ein Radfratz. Yay. Und besiegt. Und bitte Level up. Bitte, bitte. Ja. Wow. Ein Level noch und dann müsste es Schlitzer erlernen. Ich wusste, ich würde verlieren. Und darum hast du... Ja, darum hattest du vorher so eine große Klappe gehabt. Alles klar. Ja, okay. Megania, komm mal nach vorne. Und da ist das Büro vom Boss. Aber ich gehe mit Absicht erstmal hier hin. Obwohl... Achso, das ist eine Themen. Okay. Das ist was? 46. Raub. Steht eventuell ein getragenes Item. Ja. Brauche ich es aber nicht. Und da kommt wieder Sabo. Habe ich dir nicht gesagt, dass ich Team Rocket zerschlage? Ich ignoriere dich gerne, Sabo. Sag mir, wer war der Typ mit dem Umhang, der die Drachen-Pokémon einsetzte? Meine Pokémon waren keine Gegner für ihn. Die Niederlage hat mir nichts aus, macht mir nichts aus. Mit stärkeren Pokémon kann ich ihn besiegen. Was mich wurmt ist, was er zu mir gesagt hat. Er sagte, dass ich meine Pokémon nicht ausreichend liebe und ihnen nicht vertraue. Ich bin wütend, dass ich gegen so einen Großmaul verloren habe. Kleine Korrektur. Sabu, du bist selber ein Großmaul. Für Typen wie dich habe ich keine Zeit. Ja, stoß mich halt weg, ey. Blöd, Mann. Aber nein, ist egal. Die Tür ist verschlossen. René gibt beide Passwörter ein.
Die Tür ist entriegelt. Yay! Und jetzt dürfen wir gegen den Boss kämpfen. Von Team Rocket. Nein, es ist nicht Giovanni. Es ist, glaube ich, ein Vorgesetzter. Was? Wer bist du? Dies ist das Büro unseres Anführers Giovanni. Er trainiert, seit das Team Rocket vor 3 Jahren zerschlagen wurde. Wir sind sicher, dass er eines Tages zurückkehren wird, um das Kommando wieder zu übernehmen. Darum halten wir Wache. Ich lasse nicht zu, dass es hier laut wird. Brr, ja. Er ist ein Vorsitzender. Oder beziehungsweise ein Vorstand. Oh, die haben aber auch nicht so besondere Pokémon. Und auch nicht so starke. Body Slam! Sehr gut gemacht. Smoker? Okay. Da benutze ich ja auch wieder Body Slam. Ja. Aber es ist paralysiert. Sehr schön. Und das hat sofort was gebracht. Meganie, ich bin sehr stolz auf dich. Und sein letztes Pokémon ist, wow, ein Radikal. Okay, da kann ich wieder ein Rasierblatt einsetzen. Mal gucken, wie viel das abzieht. Ja. Gut, dass die Attacke jetzt daneben ging. Komm, Zerschneider müsste ausreichen. Jo, sehr gut. Und der Vorstand ist besiegt. Ich konnte nichts machen. Bitte vergib mir, Giovanni. Naja. Das darf mich nicht belasten. Ich muss es den anderen sagen. Ja, rempel erstmal den Tisch an. So, und ganz wichtig ist, meine Lieben, dass wir jetzt dieses Pokémon ansprechen. Dieses Kramworks. Das Passwort lautet Preiset Giovanni. Ja, das Pokémon kann sprechen. Warum auch immer.